Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute geht es um ein spirituell-philosophisches Thema, das aber trotzdem sehr viel mit dem Verständnis unserer Gesellschaft und des Menschseins zu tun hat. Nämlich mit Entwicklungsstufen des einzelnen Menschen, aber auch der Gesellschaft. Sehr spannend. Archetypen, da geht es sehr viel um Seelenalter. Und Spiral Dynamics, das sind so Entwicklungsstufen der Gesellschaft. Genaues werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wie das auch zusammenhängt oder auch nicht. Darüber spreche ich mit einer Person, die sich in beiden Feldern sehr, sehr gut auskennt. Das ist Marion Lockhart. Ich grüße dich. Hallo Thomas. Schön, dass du hier bist. Das ist schon unser zweites Gespräch. Du hast ein breites Spektrum an Tätigkeiten. Und ich freue mich jetzt mit dir darüber genauer zu sprechen. Ich auch. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Marion, ich grüße dich. Ja, in deinen Tätigkeiten verbinden sich ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Themenbereiche. Es geht um Spiritualität, um Bewusstsein. Du berätst Unternehmer und auch Einzelpersonen. Und eines der Themen, mit denen du dich auch sehr gut auskennst, ist so wirklich die Entwicklungsstufen des Menschen und der Gesellschaft. Mhm. Und wie ich schon in der Anmoderation kurz gesagt habe, da gibt es also einmal die Seelenalter und einmal Spiral Dynamics. Schauen wir uns das vielleicht zunächst mal getrennt an. Mhm. Also, die Seelenalter, darüber hat zum Beispiel Wade Hasselmann ein tolles, dickes Buch geschrieben, das sich auch sehr gut verkauft. Wie kann ich das genauer verstehen? Was sind Seelenalter? Also, dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass unsere Seele hier nicht nur ein Leben hat, sondern hier auf der Erde einen Entwicklungsweg beschreitet. Und es geht dabei um das Anreichern von Erkenntnis, und zwar dessen, was das Menschsein bedeutet und ausmacht. Und es geht um die Anreicherung von Liebesfähigkeit. Mhm. Und analog zu der biologischen Entwicklung, die Menschen vollziehen, die natürlich auch in jedem Lebensalter andere Lernfelder und Schwerpunkte und Erfahrungsfelder hat, kann man auch die einzelnen sogenannten Entfaltungsstufen, die die Seele hier vollziehen möchte in den verschiedenen Inkarnationen, als eine in sich schlüssige und logisch aufeinander aufbauende Entwicklungsthematik oder Entwicklungstreppe, wenn man so will, sehen. Und es gibt dabei die Vorstellung, dass es insgesamt 5 sogenannte Seelenalterszyklen gibt, und jeder dieser 5 Zyklen ist nochmal in 7 energetische Stufen unterteilt. Mhm. Das heißt, macht insgesamt 35 Stufen, die unsere Seele im Laufe von etwa mal rund 120 Inkarnationen durchläuft. Mhm. Und da kann nach dieser Lehre gemäß auch keine Stufe übersprungen werden. Genau so ist das. Mhm. Also, weil es ja aufeinander aufbaut, ich meine, auch im Biologischen wäre es ja nicht sinnvoll, wenn man irgendwie heute 3 wäre und morgen 14, da würde einem ja doch ein bisschen was fehlen. Mhm. Ja, und da gibt es also verschiedene Seelenalter, die so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, adaptiert sind von den normalen Lebensaltern des Menschen. Also deswegen gibt es eben Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele, alte Seele. Genau. Mhm. Und wir haben auch schon in einem anderen Gespräch angedeutet, dass hier in Deutschland es sehr viel junge und reife Seelen gibt. Jetzt gibt es aber im Einzelnen eben in jeder Gesellschaft Menschen mit ganz unterschiedlichen Seelenaltern. Es gibt auch sehr junge und sehr alte. Mhm. Gibt es da Konflikte? Wie ist das Zusammenspiel zu verstehen? Und warum ist ein Zusammenspiel überhaupt so, wie es ist? Ja, also, hast da eine sehr schöne, komplexe Frage gestellt. Ich probiere mich jetzt gerade ein bisschen zu sortieren. Am besten mal, ich nehme 2 unterschiedliche Beispiele. Gerne. Das macht es vielleicht plastisch. Also hier in Deutschland
übrigens auch ähnlich in Österreich und ähnlich in der Schweiz, wobei es in der Schweiz einen noch größeren Anteil von alten Seelen gibt als hier, haben wir ja eine recht entwickelte Form von Demokratie und auch von Verständnis für ein Miteinander und das Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen, mhm, für das eigene Leben, aber auch für die Gemeinschaft und für die Erde, sprich Ökologie und solche Dinge, ist in diesen Ländern schon recht ausgeprägt. Und das hat damit zu tun, dass es eben hier einen schon recht hohen Anteil von sogenannten reifen und alten Seelen gibt, weil zum Beispiel das Thema Verantwortung ist ein typisches Reifseelenthema. Mhm. Das heißt, in 7 unterschiedlichen Lernfeldern befasst sich die reife Seele mit diesem Thema Verantwortung von sich selbst, Verantwortung in Beziehungen und Gestaltung von Beziehungen. Mhm. Mhm. Und auch immer mehr damit, welchen Aspekt oder welchen Einfluss auch Spiritualität, das heißt auch die Beziehung vielleicht zu dem Höheren, in unser Zusammenleben mit reinspielt. Mhm. Und wir haben also hier schon so etwas wie eine kritische Masse erreicht. Das heißt, der Anteil der reifen und alten Seelen ist schon so hoch, dass er einen energetischen Einfluss, mhm, ausübt und sich eben diese Strömungen bemerkbar machen. Und natürlich haben wir immer noch mehrheitlich junge Seelen hier. Wir haben fast, also sehr, sehr wenige Säuglingsseelen und auch nicht besonders viele Kindseelen hier. Und der Jungseelenanteil ist immer noch der größte, mhm, aber wird eben schon ein bisschen beeinflusst und balanciert auch von dem Anteil an reifen und alten Seelen, die hier so etwa 33-35% schon ausmachen, mhm, wie ich, mhm, gehört habe. Soweit also die Situation in Deutschland. Wenn man jetzt zum Beispiel in afrikanische Länder schaut, nun bin ich keine Afrika-Expertin, aber so, mhm, wird es auch deutlich, dass da in vielen gesellschaftlichen von afrikanischen Ländern demokratische Strukturen es sehr schwer haben. Oder auch, wir müssen gar nicht so weit gucken, auch im Nahen Osten zum Beispiel. Mhm. Mhm. Die sind noch sehr beschäftigt mit Staatsformen, die eher dominanten Charakter haben, in unterschiedlicher Art. Mhm. Und diese Staatsformen sind genau die Staatsformen, die junge Seelen sich ausruhen würden und in denen sie ihre Lernaufgaben besonders gut verwirklichen können. Nun ist es dabei ganz wichtig, einen Punkt sehr genau zu unterscheiden. Die Seele ist ja hier, um Erfahrungen zu machen. Und ob diese Erfahrungen für die Psyche oder für den Körper angenehm sind oder nicht, ist der Seele, ich würde sagen, fast egal. Ja. Erläutere das gerne noch mal ein bisschen genauer. Was heißt Psyche und was heißt Seele? Also in der archetypischen Seelenlehre werden 4 Dimensionen des Menschseins unterschieden. Wir haben also Körper, das ist ja relativ eindeutig. Genau. Relativ gut erforscht schon und da wissen wir einigermaßen Bescheid. Und dann gibt es die Dimension Geist. Mhm. Das heißt, Geist könnte mit Bewusstsein, Intelligenz, Wissen und so bezeichnet werden. Es gibt aber auch unterschiedliche Arten von geistigen Feldern. Ist jetzt so meine Inspiration, die, mhm, dazu, ja, gekommen, ja, ist, mhm, wie man sie zum Beispiel aus der in der Aufstellungsarbeit aktiviert. Mhm. Mhm. Also ne, es gibt die geistigen oder morphogenetischen Felder, zum Beispiel ja, der Kultur, der Sippe, also des Familiensystems, mhm. Mhm. Und solchen Dingen. Mhm.
Also Bewusstseinsstrukturen, mhm. Kollektive und so. Mhm, genau, ja. Also so Wissensfelder. Ja. Mhm. Aber eben natürlich auch einen eigenen Geist, mit dem ich anknüpfen kann an diese unterschiedlichen Felder. Und es gibt die Psyche und in der herkömmlichen Psychologie werden die Begriffe Psyche und Seele fast synonym gebraucht. Ja, das stimmt. Und es ist hilfreich, das voneinander zu trennen mhm. und vielleicht Psyche tatsächlich zu definieren als so eine Art Verarbeitungs- und Filterorgan für Erfahrungen und Emotionen, insbesondere Ängste. Mhm. Und je stärker wir in Angst sind, desto mehr verzerrt unsere Psyche. Und je mehr unsere Psyche verzerrt, desto mehr verzerrt sich unsere Wahrnehmung. Mhm. Psyche ist glücklicherweise durch den Geist beeinflussbar. Deshalb funktioniert Psychotherapie. Mhm. Und auch durch die Seele und ist aber auch so ein bisschen Sprachrohr der Seele und Psyche benutzt vor allen Dingen den Körper als Sprachrohr. Das ist das, was man Psychosomatik ja. nennt. Mhm. Mhm. Und die Instanz der Seele ist noch eine ganz andere, weil, oder noch mal anders gestrickt, viele Leute, wenn man sie fragt, was ist Seele eigentlich? Sagen, ja, Seele ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben. Mhm. Ist jetzt als Definition vielleicht noch ein bisschen dünn und ergänzungsfähig, aber so. Ist schon was dran, ja, weil Psyche genau. ist wirklich in dieser Inkarnation entstanden, sehr mit dem Körper verbunden, wie du sagst. Ja. Genau, und wenn man sagen würde, Psyche ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben, klingt das irgendwie komisch. Mhm. Und das heißt, die Psyche ist vergänglich und endet auch mit diesem Leben, während die Seele, dieser Anteil unseres Menschseins, unseres Ich-Seins, ist, was sozusagen weiterträgt und ja. was auch unsere Erfahrungen hier sozusagen eingespeichert hat. Mhm. Und die verschiedenen Ichs können dann über verschiedene Verfahren auch Zugang bekommen zu Teilen dieser Seelenerfahrungen. Mhm. So, also wir haben diese Unterscheidung zwischen Seele und Psyche. Mhm. Und das heißt, die Seele, wie wir schon gesagt haben, hat vielleicht eine bestimmte Entfaltungsstufe. Da geht es jetzt um ein bestimmtes Lernthema. Mhm. Und was die Psyche daraus macht, das bleibt halt das ihr überlassen. Ne? So genau. Ein bisschen. Und sogar was der Geist daraus macht. Ja, ja. Denn es ist tatsächlich so, dass die seelische Entwicklungsstufe überhaupt nicht unbedingt korrespondieren muss mit einer geistigen Bewusstheit. Ja, ich verstehe. Also und auch nicht eine Intelligenz, auch nicht. Überhaupt nicht, mhm. nein. Mhm. Dass so gesehen wird, ließe ja auch erklären, weshalb vielleicht Menschen, die durch irgendwelche Umstände einen, wie man das so herkömmlich sagen würde, nicht so hohen Intelligenzquotienten haben, trotzdem einen sehr hohen seelischen Wert haben und vielleicht sogar auch ein hohes Seelenalter haben. Mhm. Also ich stelle mir immer so vor, angenommen, du machst Urlaub in der Schweiz und kraxelst da so ein bisschen rum in den höheren Lagen und kommst da auf eine Alm und da sitzt ein, ich formuliere ja manchmal ein bisschen frech, ein grenzdebiler Ziegenhirt. Mhm. Und du siehst, der ist nicht zur Schule gegangen, weil das irgendwie nicht seins gewesen wäre. Und du kannst auch mit dem nicht besonders viel kommunizieren. Aber wenn du dich neben den setzt, dann spürst du, der strahlt, der glüht, der mhm. hat eine Energieschwingung, die dich berührt, ja. weil er möglicherweise ein sehr hohes Seelenalter hat. Das ist ihm nicht bewusst, er könnte das nicht ausdrücken, mhm. aber das macht ja auch nichts. Mhm. Ja, absolut. Ja. Das heißt ja auch manchmal, der Penner nebenan, der Bettler, hat einfach mhm. nur, die Seele hat sich jetzt diese Erfahrung gesucht und mhm. ist unter Umständen eine sehr alte Seele, die das einfach nochmal so, mhm. ja, so ist auch Leben möglich. Genau. Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt diese Wolte wieder zurückreite, wir waren ja bei den afrikanischen Ländern mhm. oder im Nahen Osten, ja. So sind da natürlich häufig Lebensbedingungen, die uns Schauer über den Rücken jagen müssen als mitfühlende Menschen und die fast nicht zu ertragen sind. Mhm.
Also in der Beobachtung schon nicht und natürlich erst recht nicht im Erleben von den Menschen dort. Und das ist furchtbar. Seelisch gesehen sind es aber Erfahrungen, die für bestimmte Lernaufgaben anscheinend wesentlich sind, um auch irgendwann mal zu entscheiden, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Und man muss, glaube ich, immer dazu sagen, im Durchschnitt. Natürlich gibt es in Afrika auch viele alte Seelen und in Deutschland auch sehr viele junge Seelen, aber halt nicht so viele. Wir haben ja immer vom Durchschnitt gesprochen. Ja. Und ich glaube auch, in einem anderen Talk schon mal erzählt, aber es ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wiederholen, das soll keine Wertung sein. Das ist einfach der normale Entwicklungsweg einer Seele. Wir alle waren mal junge Seelen. Wir alle haben schon sehr viel Quatsch gemacht und fürchterliches Zeug. Und auch wir alle haben jetzt noch viele Lernaufgaben vor uns. Ne? Genau. Ja. Sehr schön. Okay, das sind die Seelenalter. Machen wir mal einen Punkt. Und jetzt das andere ist Spiral Dynamics. Das heißt, da geht es um so eine spiralförmige Entwicklung. Das sagt schon die Spirale. Don Beck ist, glaube ich, ein wichtiger Wissensvermittler. Ken Wilber hat es oft zitiert. Aber du kennst dich da besser aus. Erklär doch da nochmal so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja, also der Anfang kommt eigentlich aus den 50er Jahren, wo ein amerikanischer Professor sich mit Entwicklungsstufen von Unternehmen beschäftigt hat, Claire Graves. Und Claire Graves hat viele Untersuchungen gemacht mit Befragungen und irgendwie so und hat tatsächlich so etwas wie Reifestufen, nämlich die sogenannten Graves-Level, entwickelt. Und später hat eben Don Beck und noch ein paar andere Leute das aufgegriffen und weiterentwickelt und zu den sogenannten Spiral Dynamics gemacht. Und Ken Wilber hat das dann auch noch weiter ergänzt durch bestimmte andere Ideen, um dann da seine integralen Ideen draus zu machen. Und mir fällt gerade noch ein, der Teilhard de Chardin, hoffe ich richtig ausgesprochen, der sprach ja auch schon vorher schon auch von so Entwicklungsstufen. Das war vielleicht so ein Vordenker. Ist es so, oder? Also, ich habe schon häufiger mal Zitate von ihm gelesen und fand die immer toll. Ansonsten weiß ich über den nichts. Alles klar, macht nichts. Ich auch nicht. Da sehen wir uns schon mal zwei davon. Aber ich weiß, der ist auch so ein Vordenker und wurde dann weiterentwickelt. Okay, aber lasst uns da gerne bleiben bei dem. Okay. Ja. Also, die sogenannten Spiral Dynamics beschreiben, wie du ja schon richtig angedeutet hast, so eine Art Spirale. Und das Spannende und für mich Faszinierende ist, dass die neuen Stufen, die da beschrieben werden, oder neuen Level, die da beschrieben werden, die übrigens der Einfachheit halber Farbbezeichnungen haben, damit man eben nicht wertet. Macht man aber trotzdem, aber ist egal. Genau, die Gefahr ist immer da. Oder die Verführung, wie man es auch nennt. Genau. Diese neuen Stufen beziehen sich auf das dem Geist zugängliche Bewusstsein. Und das ist und sind aber in ihren Beschreibungen von Werten und auch von Themen spannenderweise wirklich fast deckungsgleich mit den Seelenaltern. Toll. Nur, dass sozusagen die Einteilungen unterschiedlich sind. Ja. Und ist es hier mehr gesellschaftlich gedacht oder bezieht sich Spiral Dynamics durchaus auch auf die Entwicklungsstufen des einzelnen Menschen? Ist beides. Ah, beides, okay. Ja. Und noch ein wesentlicher Unterschied zwischen den Spiral Dynamics und den archetypischen Seelenaltern ist, dass hier, weil es ja um Bewusstsein geht, die Vorstellung da ist, dass jeder Mensch sozusagen in der Lage ist, Stufe 9 im Bewusstsein zu erreichen. Noch in diesem Leben? Genau. Wow, also okay. Durch, interessant. Durch sich bewusst machen, durch Meditation und so weiter. Und das würde man in der Archetypenlehre ja nicht so sagen, weil da das Seelenalter, mit dem du geboren bist, mit dem also deine Seele diese jetzige Inkarnation deines Ichs gestartet hat, die stellt auch sozusagen das Maximalpotenzial an Bewusstheit dar und lässt sich nicht steigern. Das sind eben wesentliche Unterschiede,
trotz der Gemeinsamkeiten. Ja. Aber es ist ja schon faszinierend, was diese Strukturen eint, ist einfach der Gedanke der Evolution, der Entwicklung des Bewusstseins im Allgemeinen, wie beim einzelnen Menschen. Mhm. Und in welcher Farbe sind wir Deutschen dann, wenn man das mal so versucht, ein bisschen zu vergleichen mit reif alte Seelen? Ja. Und also, wie beschreibt man diese? Also, es gibt in Deutschland viele, die auf Level Blau und Orange sind. Blau ist ein Level, in dem es wichtig ist, sehr klare Strukturen zu haben, sehr klare Ordnungen und Regeln zu leben. Da gibt es richtig und falsch und es gibt das Bedürfnis, auch klare und eindeutige Hierarchien zu haben. Viele Verwaltungen funktionieren nach diesem Prinzip und eine gewisse Portion davon ist auch wichtig, damit das funktionieren kann. Und irgendwann dann aber merkt eben auch Menschen oder merken Organisationen, dass das Blau auch an Grenzen stößt und es etwas anderes passieren muss, um sich weiterentwickeln zu können. Und dann kommt die nächste Stufe, nämlich Orange, ins Spiel. Mhm. Und ist ja alles auch ganz fantastisch beschrieben in dem Buch von Küstenmacher und anderen, Gott 9.0. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Okay. Tolles Buch. Mhm. Und das Level Orange hat als zentrales Thema Forschen und Hinterfragen und Gewinnen und Effizienz und Vorankommen. Mhm. Das heißt, indem dann eben überprüft wird, ach, diese Regel, ja gut, schön und gut, haben wir diese Regel, aber ist die denn noch effizient und dient die uns da überhaupt noch und so weiter? Dadurch können dann eben diese blauen Strukturen auch aufgebrochen und weiterentwickelt werden. Also sozusagen Chaos und Struktur muss sich ja auch immer abwechseln, damit Entwicklung funktionieren kann. Mhm. Und es gibt aber auch ein zunehmendes Bedürfnis hier, und das hat eben mit der Entwicklung von Bewusstsein und vielleicht auch den Seelenaltern zu tun, dass eben das Gewinnerprinzip und dass wir wollen Sachen vorantreiben und viel verdienen und effizient sein, auch zunehmend hinterfragt wird, zugunsten von, wir müssen aber auch Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Wir müssen auch anfangen, ein Miteinander herzustellen, weil Blau hat viel Beziehung, Orange hat nicht so viel Beziehung. Und dann muss wieder die, auf der grünen Ebene Beziehung und Miteinander kommen. Das heißt, hier kommt dann sozusagen das Postulat des Wir, des Gemeinschaftlichen und des Emotionalen wieder rein. Also grün ist noch eine Stufe mehr, noch eins höher. Genau, genau. Und tatsächlich ist also die politische Partei gleichen Namens auch eine, die sehr von grünen Werten geprägt ist. Und grüne Werte bringen also ganz viel voran, auch im Sinne eben von Miteinander und Rücksichtnahme aufeinander und so. Ganz wunderbare und wertvolle Werte. Hat aber, wie alle Stufen davor, eine wichtige Einschränkung. Und die hat damit was zu tun, dass bis zum Level Grün das Bewusstsein nicht besonders in der Lage ist, die Qualitäten, die in jeder Stufe stecken, zu sehen. Mhm. Das heißt, die Stufen darunter werden in der Regel abgelehnt bis bekämpft oder abgewertet zumindest. Das heißt, die Grünen schimpfen eben auf die Gewinnermentalitäten und so weiter und sehen nicht, auf welche Kraft darin liegt, auch Sachen voranzubringen. Mhm. Und wie notwendig es gewesen ist, diese Werte zu entwickeln, um überhaupt aus Blau rauszukommen oder Blau weiterzuentwickeln. Mhm. Und erst wenn Level Grün abgeschlossen ist und man sich darüber dann der sogenannten Second Tier, englischer Begriff, also zweite Ebene, erreicht ist, erst ab Gelb, was nach Grün kommt,
entsteht eher ein Bewusstsein davon, stimmt, eigentlich hat jede Stufe seine ganz eigene Qualität. Und indem ich diese Qualitäten der vorangegangenen Stufen sehe und vielleicht sogar integriere in mich, erst dann kann ich sie auch als Ressourcen nutzen. Ja. Und das dann, genau, lebe ich das volle Potenzial. Ne? Ja. Weil, genau, so wie ich es verstehe, ist ja auch die höhere Stufe beinhaltet alle unteren. Also Richtig. Oben und unten mit Vorsicht zu genießen, wie man das ausspricht, wie man es meint. Mhm. Das ist bei Seelenaltern ja auch so. Ne? Genau, eine reife Seele hat all die anderen Erfahrungen integriert im Idealfall und auch zur Verfügung. Mhm. Ja. Okay. Ja, genau. Und und die gelbe Stufe ist aber auch eine, die vom Wir wieder eher zum Ich kommt. Das heißt, jetzt mal flapsig gesagt, nicht unbedingt auf jeder Demo wieder mitläuft, weil es mehr wieder um Individuation geht. Mhm. Und jetzt vergleichbar mit dem Archetypensystem wäre es so, dass die gelbe Stufe eine Bewusstseinsstufe ist, die so ab Mitte Reifseele zum Tragen kommt und ja, bis zu Anfang alt sozusagen reicht. Mhm. Und danach käme dann Türkis. Yeah, Türkis. Gibt es Violett auch? Oder? Koralle. Koralle, ah, wunderbar. Mhm. Wir werden dann auch im Text unten mal so diese Grafik einblenden, weil das kann man sich ja gar nicht alles merken. Ist ja hochspannend, ist wirklich interessant. Und jetzt ist die Frage, wie wir mit diesem Wissen umgehen. Ne? Man könnte natürlich auch wieder falsch benutzt werden, dass sozusagen die Grünen sagen, nein, wir wollen nur unter uns sein und alle anderen sind nicht gut. Nein, es geht ja um eine Integration, um ein Miteinander. Mhm. Ja und nein. Okay. Mhm. Also unter seelischem Aspekt würde ich sagen, das ist ein hehres Ideal. Ja. Für wahr. Und gut. Ja. Gut und schön. Für Seelen, die aber auf einer Jungseelenstufe oder auf einer frühen Reifseelenstufe sind, geht es darum gar nicht. Ja, ja. Das bringt auch denen gar nichts. Da haben wir nichts davon. Stimmt. Nee, es ist irgendwie auch ein bisschen so. Ich nehme wieder einen anderen Vergleich, der schief ist wie alle Vergleiche, aber vielleicht was plastisch macht. Von der 6. Klasse gleich in die 11. zu springen, geht nicht. Und nützt irgendwie auch nicht viel, weil da würde dir so viel in der Mitte fehlen. Vor allen Dingen, wenn das Schulsystem noch ein bisschen anders funktionieren würde. Mhm. Absolut, ja. Da gibt es auch noch viel dran zu hebeln. Aber in der Tat, also toll, vielen Dank erstmal auch dafür. Ja, ich finde, das erzeugt sehr viel Toleranz, weil man dadurch noch deutlicher erkennt, wie unterschiedlich wir Menschen sind und in welch unterschiedlichen Lebenswelten wir zu Hause sind. Manche fragen sich ja schon, warum muss das so kompliziert sein? Warum sind wir nicht gleicher als Seelen auf der Erde? Aber da gibt es auch keine Antwort. Oder gibt es aus deiner Sicht eine Antwort? Ja, schon. Mhm. Also Seele liebt Vielfalt und bestimmte Erfahrungen wären auch gar nicht möglich, wenn wir alle auf der gleichen Entwicklungsstufe wären. Mhm. Und wenn wir einen Planeten hätten, auf dem nur ganz alte Seelen leben würden, wäre es auch gar nicht unbedingt so, wie man sich das vielleicht ausmalen könnte, dass wir alle nur noch in Liebe... Nein, alte Seelen haben zwar eine sehr erweiterte Liebesfähigkeit, sind aber nicht unbedingt lieb. Mhm. Sie sind oft ziemlich merkwürdig und skurril und ziemlich sperrig, weil sie, und das gehört zu ihrer Aufgabe, zu ihrer Entwicklung, immer mehr sich innerlich unabhängig machen und machen müssen von dem, was von ihnen erwartet wird. Das heißt, sie enttäuschen Erwartungen rigoros und immer rücksichtsloser. Das ist nicht immer lustig für die anderen. Und müssen akzeptieren, dass sie von vielen, vielen einfach nicht verstanden werden. So ist das, genau. Und das macht einsam, natürlich. Mhm. Aber, und alte Seelen
haben meist auch nicht mehr so ein großes Bedürfnis danach, sich tatkräftig zu engagieren für Dinge und Sachen aufzubauen oder so. Für die ist schon der Gedanke an die Pflichten der Erwerbstätigkeit schon ein Seufzer wert. Ja. Und insofern braucht es zumindest auch im Augenblick im Stadium ganz dringend die unterschiedlichen Seelenalter. Mhm. Ich weiß, ich meine, irgendwann ist ja sozusagen unser gesamtes Seelenvolk mit der Entwicklung durch und ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie es dann tatsächlich ist oder welche Formen vielleicht auch der Technisierung gefunden wurden, damit so eine Altseelengesellschaft dann überhaupt existieren kann. Mhm. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, auch mal durchgegeben worden von der Quelle, dass im Moment keine neuen Seelengruppen ausgeschüttet werden, so heißt es. Das heißt, es gibt keine neuen Babyseelen im Moment. Und das ist sozusagen die Chance für uns als Menschheit, als Entwicklung, uns auch global miteinander jetzt weiterzuentwickeln und zu schauen, wohin die Reise geht. Ne? So. Sehr, sehr spannend. Und wohin die geht, das wissen wir tatsächlich nicht, aber ne, auch die Theosophie oder Anthroposophie sprechen ja auch von Seelenaltern. Mhm. Und da wird dann oft gesagt, naja, irgendwann werden wir zu Planetengeistern, die Welten erschaffen. Das kann man sich nicht vorstellen. Klingt aber toll. Mal sehen, was wir wirklich dann erleben. Ja. Ja. Schön. Und vielleicht noch zwei, drei Worte, wie man dieses Wissen jetzt praktisch anwenden kann, wenn es darum geht, politische oder gesellschaftliche Probleme zu lösen. Natürlich eine sehr pauschale Frage, aber vielleicht hast du da einen oder einen anderen Gedanken. Also wenn ich einen Auftrag für eine Organisation oder für ein Unternehmen habe, muss ich mit meinem sogenannten Wording schon ein bisschen aufpassen. Ja, natürlich. Da kann ich jetzt nicht unbedingt mit Seelen kommen. Es gäbe vielleicht einen gewissen Anteil von Leuten, die sagen würden, endlich spricht es mal jemand genau, aus. Genau, aber privat das nur denken, aber nicht in dieser Runde genau, sagen. Ja. Genau, genau. Und da nutze ich zum Beispiel die Terminologien von den Spiral Dynamics als Bewusstseinsstufen total gerne. Mhm. Weil wenn ich dann zum Beispiel sage, gucken wir uns mal dieses Team an, auf welchen Leveln sind die denn? Und wenn zum Beispiel das Team auf Stufe grün ist und deren Führungskraft ist auf orange oder blau, dann gibt es ein Problem. Mhm. Und dann kann man das auf eine wertschätzende und respektvolle Art und Weise vermitteln und deutlich machen und damit arbeiten. Da ist es zum Beispiel super praktisch für mich, auf die Spiral Dynamics zurückzugreifen. Mhm. Und im Hinterkopf hast du trotzdem eben auch dieses Seelenwissen und kannst da hier und da Akzente setzen oder in der Einzelarbeit ist es dann einfacher, dann kann man sehr offen mit den Menschen dann arbeiten, je nachdem wie offen ist. Ja, interessant. Genau. Ja. Ja, schön. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Also ein spannendes Thema, das, glaube ich, erst allmählich ein bisschen mehr verstanden wird, aber hat dann auch mit unserem durchschnittlichen Seelenalter zu tun. Je älter das durchschnittliche Seelenalter ist, umso mehr verstehen wir diese Themen, umso mehr kommen die Themen in die Öffentlichkeit. Hängt alles miteinander zusammen. Genau. Und das finde ich auch einfach das Tolle, dass es so viele unterschiedliche Wahrheiten sozusagen gibt. Wir haben uns jetzt gerade auch mit drei Menschen, die wie ich auch medial arbeiten, ein Projekt ersonnen, nämlich den Channel Salon. Und wir werden zu einer Frage unsere drei unterschiedlichen Quellen befragen. Ja. Und um auch damit zu zeigen, es gibt eben nicht nur eine Wahrheit, es gibt nicht nur eine Facette oder einen Blickwinkel, sondern es ist ein Juwel und je nachdem, von wo ich gucke, kann ich möglicherweise etwas erkennen, was einen Ausschnitt der Wahrheit zeigt. Das gesamte Juwel kann ich sowieso nicht sehen, weil ich gucke ja immer nur von einer Richtung. Aber ich kann schon sehen, dass es sehr unterschiedliche Facetten gibt. Und das einfach mit reinzunehmen, gerade auch wenn jemand, wie du es ja auch machst mit deinem Portal, so viele unterschiedliche Sachen anzubieten als Inspiration, finde ich großartig. Dankeschön. Mhm.
Ich finde deine Arbeit auch großartig und du hast es wieder geschafft, es so schlüssig und wunderbar zu erklären. So ein sehr komplexes Thema, kann ich nur sagen, vielen Dank. Alles Gute dir und ich freue mich, dir mal wieder zu begegnen. Du hast auch Bücher geschrieben, da weisen wir auf der Webseite darauf hin. Wunderbar, vielen Dank, alles Gute dir. Ich danke dir, war mir eine Freude. Sehr gern und ja, alles Liebe euch. So spannend, oder? Die Evolution des Bewusstseins findet statt, im Einzelnen wie im Globalen, im Miteinander. Ein Abenteuer, eine Reise, in der wir alle Passagiere sind und Handelnde. Nun ja, alles Liebe euch, bis bald.